Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge. Besonders begrüßen darf ich wieder den Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke Mission Österreich, Pater Karl Wallner. Er hockt dort in der Zentrale von Missio in Wien. Er unterrichtet auch Dogmatik an der Hochschule des Stiftes Heiligenkreuz. Dort kann man wunderbar Theologie studieren und da studieren auch ganz viele Theologie. Pater Karl, ich nehme mal die Bibel in die Hand. Das Alte Testament, Jesus Sirach, Kapitel 38, da heißt es gleich im Vers 1, Ehre einen Arzt wegen seiner nützlichen Dienste mit gebührenden Ehren, denn auch ihn hat der Herr erschaffen. Denn vom Höchsten stammt die Heilung und so weiter und so weiter. Vater Karl, also Ärzte sind was Gutes, die brauchen wir, das steht so schon im Alten Testament, aber dass Heilung nicht einfach immer so gegeben ist, das macht gleich die erste Zuschrift deutlich. Hallo, es geht um meinen Vater. Er lebt weit von mir weg, ganz alleine in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Und letztes Jahr hat er einen Herzschrittmacher bekommen und es wurde Demenz festgestellt. Nun wurde er vor einigen Tagen von einem LKW angefahren und kam ins Krankenhaus. Sie sagten, er habe Prellungen, was sich als Fehldiagnose herausstellte, und sie schickten ihn per Taxi heim, obwohl er nicht mehr weiß, wer er ist. Eine Frau rief mich an und sagte, er kann nicht mehr gehen, schreit nur noch, hat sich eingenässt. Ich rief den Hausarzt an, mit Gottes Hilfe habe ich ihn erreicht, und er ging hin und war sehr entsetzt über den Zustand und wies meinen dementen Vater wieder zum CT in dasselbe Krankenhaus ein. Ich bin verzweifelt. Was hat der liebe Gott nur vor? Warum gibt es keine Hilfe? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube, diese Zuschrift steht für viele Zuschauerinnen und Zuschauer dieser Sendung, die verzweifelt sind angesichts der gesundheitlichen Situation von lieben Angehörigen oder Menschen, die ihnen sehr nahe stehen. Also das ist ja eine der größten Herausforderungen zu erleben, wie man selbst oder vielleicht noch größer zu erleben, wie andere liebe Angehörige dann eben älter werden, gebrechlich werden oder eben krank sind und Hilfe jetzt eben brauchen. Das ergibt automatisch eben jetzt ein hohes Potenzial von Sorge oder auch von Leide, von Leiden, Mitleiden. Ich möchte daran erinnern, dass er christlich bewältigt worden ist bei uns in Europa, dadurch, dass wir die Spitäle erfunden haben, also den Dienst jetzt eben für die Kranken. Ärzte hat es immer gegeben, ja, aber Krankenstationen, Spitäler, eine systematische Versorgung jetzt eben aus Liebe heraus zu den Kranken, das hat sich eigentlich im christlichen Bereich entwickelt. Auch eines der vielen Themen, die wir eben kaum bringen. Natürlich sind diese Sachen alle ins Weltliche abgewandelt, aber wir haben zum Beispiel in Wien hier noch also etliche Ordensspitäler. Und ich bin hier bei den Barmherzigen Brüdern in Wien bestens aufgehoben. Da gibt's christliche Ärzte, wie ich überhaupt sehr viele christliche Ärztinnen und Ärzte kenne, weil da brauchst du einen hohen Idealismus, um eben heute Arzt zu sein oder auch Pflegeberufe. Sehr viele Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, die ich kenne, die tiefgläubig jetzt einfach sind und wo diese Nächstenliebe durchschlägt. Und ich weiß nur, mein Vater, der ist 2010 bei den Barmherzigen Brüdern in Eisenstadt gestorben. Das war eine derartig liebevolle Betreuung und eine derartig empathische Form, auch seelsorglich, wie er dort betreut worden ist. Da gibt es dann einen Priester, der Bischof ist sogar vorbeigekommen. Also es war sehr berührend, das Ganze. Ja. Und also ja, ein bisschen Sorge mache ich mir, also erstens, weil unser Kranken- und Pflegesystem, Gesundheitssystem immer mehr überfordert ist. Und zweitens, dort, wo Menschen handeln, die nicht diese christliche Prägung haben, ja, also wo es ein Job ist. Also da sehe ich auch eine gewisse Gefahr. Meine Mutter, die musste jetzt in Wien in ein Spital, die hat Probleme mit den Augen bekommen und
die hat gesagt, das war schrecklich eigentlich. Also wie sie dort, das ist kein kirchliches Spital, wie sie dort eben auch herumgeschoben worden ist, herumkommandiert worden ist, war mit meiner Schwester dort. Also das sind wirklich Dinge, die einem beunruhigen dürfen und können, müssen. Und ich würde es in Verbindung bringen auch mit dem doch schleichenden Verschwinden des christlichen Grundwasserspiegels in unserer Gesellschaft und damit auch in unserem Gesundheitssystem. Pater Karl, wir alle kennen Menschen in unserem Umfeld, die krank sind, die schwer krank sind, wo die ärztliche Kunst auch am Ende ist oder am Ende zu sein scheint. Es gibt ja dieses Wort von diesem schwedischen Arzt Einhorn, der gesagt haben soll, wenn wir nicht heilen können, können wir lindern. Wenn wir nicht lindern können, können wir trösten. Wenn wir nicht trösten können, können wir noch da sein. Ich würde hinzufügen, und wenn wir nicht mehr da sein können, weil zum Beispiel die Person weit weg ist, wie wir in der ersten Zuschrift hier gehört haben, dann können wir noch beten. Das geht immer. Aber also was hilft es? Das ist die Frage. Also ich glaube, viele schauen jetzt zu, die nicht in der Situation sind, die vielleicht keine Kranken direkt jetzt eben haben, aber viele schauen auch zu, die in dieser Situation sind und jeder von uns kann in diese Situation jetzt eben kommen. Es ist automatisch eine Belastung, zum Beispiel ich habe im Augenblick ganz konkrete Belastung, dass ein lieber Freund von mir, der ist jetzt 87 Jahre alt, aber er war immer verbunden, Religionslehrer, Zeitungskolumnist, alleinstehend jetzt, also in ein Pflegeheim musste und das ist 180 Kilometer von hier entfernt und in meinem Zeitablauf, den ich hier habe in den nächsten Tagen, also ich sehe keine Chance, wie ich dorthin fahren kann. Ja, er ist nicht akut jetzt eben gefährdet, aber es ist etwas da, ein Leiden jetzt eben, ein Mitleiden, wo man jetzt eben nahe sein möchte, wo man helfen möchte. Und an und für sich ist das ja gut. Ja. Und bitte eben jetzt, also die Kranken haben die erste und prioritäre Sorge jetzt eben verdient. Ich bin sehr verbunden mit den Maltesern und ich habe das immer bewundert in den Gebeten der Malteser. Der Johanniterorden, glaube ich, aus dem sind die entsprungen eben jetzt. In den Gebeten werden die Kranken immer genannt, die Herrenkranken. Die Herrenkranken. Ja, also die Kranken sind die eigentlichen, die unsere Herren sind, nämlich das kommt von Herr Jesus Christus. So wie jetzt eben Jesus sagt, was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und deshalb verdienen die Kranken die erste und prioritäre Sorge jetzt eben. Und ja, also das ist eigentlich ein Grundgebot christlicher Nächstenliebe, weil sie immer die Schwächsten sind. Und man weiß das ja selber auch. Wenn du krank bist, wie freust du dich da über einen Anruf? Wie freust du dich da über einen Besuch? Und wie bist du traurig, wenn du krank bist und es ist jedem wurscht? Ja, du hast das Gefühl, also du hast niemand mehr, es kümmert sich niemand mehr um dich und so weiter und so fort. Also das sind schon eigene Hochschaubahnen von Gefühlen, die man hier als Angehöriger von Kranken haben kann oder als Kranker selbst. Deshalb ein Wort des Trostes, eine Zeit, die man sich nimmt, um jetzt auf einen Besuch zu gehen, das öffnet den Himmel in vielfacher Hinsicht. Kranke besuchen ist ja auch ein Werk der Barmherzigkeit. Pater Karl, die nächste Zuschrift geht genau ins Gegenteil. Ich lese einfach so vor, wie sie kommt. Verehrte Priester, so ein Quatsch, dass Gott nicht hilft. Kurz zusammengefasst, 8 Seiten könnte ich Ihnen schreiben. Ich hatte vor 35 Jahren einen bösartigen Darmkrebs mit 2 großen Metastasen in der Leber. Dann hatte ich immer wieder in der Krankenhauskapelle gebetet, Herrgott, im Neuen Testament hat Christus gesagt, wer dich bittet, dem hilfst du und ich will, dass du mir hilfst. Der Krebs hatte bereits gestreut, ich hatte keine Chemotherapie, keine Bestrahlung und ich lebe immer noch ohne Krebs. Also Gott hat geholfen. Danke, liebe Grüße, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Nur bitte, also wie wir dieses Buch rausgegeben haben, möchte bitte ein bisschen Werbung machen dafür. Das ist aufgrund unserer Messübertragung und der vielen Fürbitten, die wir hier haben. Da hat die Gabriela dann hier, ich glaube, 99 Gebetserhörungen zusammengefasst oder 77 Gebetserhörungen hat sie da drin. Und ich habe dann noch gezögert, das zu veröffentlichen, weil von den 90.000, 95.000 Bitten eben sind wirklich Hunderte, Tausende mittlerweile wunderbar.
Ja, aber es sind auch Gebete nicht erhört worden. Ja, weil eben Gott souverän ist. Und deshalb hilft mir Gott, ja, er hilft, aber immer so, dass es für mich am besten ist. Und das eigentliche Heil, das der Herr jetzt eben vor Augen hat, ist immer unser ewiges Heil. Und das muss man eben auch sehen. Ich habe auch gebetet, dass mein Papa wieder Krebs bekommen hat, dass er wieder gesund wird. Der liebe Gott hat ihn zu sich genommen. Für mich war es damals auch eine Niederlage. Ja, also wenn man betet und ich glaube an dieses Wort aus dem Matthäus-Evangelium und das ja dutzende Male sich wiederholt im Neuen Testament. Bittet und ihr werdet empfangen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan. Ja, Gott hilft, ja, aber immer so, wie es für uns am besten ist und nach den Modalitäten, die er letztlich entscheidet. Deshalb immer verbinden mit dem Gebet eben das Wort, das Christus selbst am Ölberg gesprochen hat. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir dürfen, wir sollen um Gesundheit beten. Wir dürfen auf Gott vertrauen. Und wenn es gut ist, dann wird Gott diese Bitten auch hören und er wird Wunder wirken. Liebe Leute, vor wenigen Wochen in Lyon, ja, also ich war eine Viertelstunde mit der Meilin, das ist dieses 13-jährige vietnamesische Mädchen, das von den Toten auferweckt worden ist, auf die Fürsprache der Pauline Marie Charicot zusammen. Ein frisches, hübsches, junges Mädchen jetzt eben, das vor 10 Jahren eben gehirntot war, ja, also keine Gehirnströme hatte, wo man abschalten wollte, ja, und dann beginnt dieses Mädchen wieder zu reden, zu laufen, geht in der Schule, ist halt ein normales 13-jähriges Mädchen. Also es gibt diese Wunder der Heilung. Aber in dem Fall, jetzt eben war es eindeutig gut, damit man endlich die Heiligkeit der Pauline Marie Charicot sieht und sie auch anruft, die neue Selige, dass die Kirche von den Toten aufersteht, um das mal so zu sagen, weil wir haben auch sehr wenig Aktivitäten missionarischer Art im Augenblick, zumindest in unseren Ländern, in der europäischen Kirche. Also das ist für mich die Heiligkeit der Pauline Marie Charicot. Ja, Gott hilft. Gott wirkt Wunder, du sollst vertrauen, du darfst vertrauen, aber nicht eben jetzt einen Wunderautomatismus jetzt eben von Gott erwarten, das ist uns nicht erlaubt. Es bleibt immer die Souveränität der Freiheit Gottes, der dann wirkt, wenn es zu unserem letzten Heil am besten ist, dann wird er uns helfen. Wenn du also Kranke hast, bitte bete für sie, ja, bitte bete, hab auch Vertrauen, dass Gott helfen wird, aber eben jetzt bitte sei dann nicht enttäuscht, wenn es in eine Richtung geht, die du in deinem Gebet dem lieben Gott vielleicht hast vorschreiben wollen, wenn er das tut, was seinem Willen entspricht und nicht deinem Willen. Wir Katholiken haben ja den Wallfahrtsort Lourdes, 1858 erschien dort die Gottesmutter Maria, der heiligen Bernadette Soubirou. Und aus Lourdes werden ja viele Wunderheilungen berichtet. Ich glaube, registriert sind 7000. Die Rede ist von 30.000, die überhaupt aufgelistet worden sind, die Zahlen im Internet, die divergieren. 70 Wunder hat die katholische Kirche offiziell anerkannt. Diese betreffen Menschen aus allen Schichten und jeglichen Alters. Dazu zählen Krankheiten wie Multiple Sklerose, Tuberkulose, Infektionskrankheiten, Knochenkrebs und so weiter. Das letzte Wunder, das anerkannt wurde in Lourdes, betrifft diese Ordensschwester, eine, ich halte mal das Bild in die Kamera, eine französische Ordensschwester, sie war 69 Jahre alt, als sie im Rollstuhl nach Lourdes gepilgert ist. Sie konnte überhaupt nicht mehr gehen, hat dort dann die Krankensalbung empfangen. Und es war dann so, sie ging dann nach Hause und hat dann im Kloster bei der ewigen Anbetung teilgenommen oder bei einer Anbetungsstunde. Und während der Anbetungsstunde hat sie plötzlich diese Worte vernommen, sie soll aufstehen und sie könne gehen. Und das hat sie dann auch getan, hat während dieser Anbetung, die zur gleichen Zeit stattgefunden hat, wie in Lourdes die eucharistische Prozession, praktisch Heilung erfahren, Pater Karl. Es gibt viele Berichte auch von Wunder. Ich halte auch das Bild. Das ist diese Meilin, das ist diese 13-Jährige, jetzt 13-Jährige. Ich habe leider das Bild nicht, wo ich neben ihr bin, aber ich habe es bei der Mittagsmesse schon oft gezeigt jetzt eben. Also wenn man die Geschichte auch liest, wir haben sie in unserer Jubiläumsausgabe von Alle Welt drinnen. Also das ist unwiderlegbar. Atheistische Ärzte haben bestätigt, das gibt's nicht. Also die war tot, ja, gehirntot. Ja. Also dass die wieder zu sich kommt, ist gegen jede Evidenz. Ja. Und die war völlig aufgegeben und der Prozess des Sterbens hätte, also der Abschaltung hätte eingeleitet werden und so weiter und so fort. Also wir dürfen wirklich auf die Wunder Gottes vertrauen
Und die stehen auch zum Beispiel hinter jeder Heiligsprechung. Wobei man immer bei Lourdes dazu sagen muss, wenn man sich biblisch anschaut, der Jüngling von Nain, den Jesus auferweckt, der ist gestorben. Lazarus, den Jesus auferweckt, der ist später auch gestorben. Ja? Also diese Wunder haben eine Bedeutung, um unseren Glauben zu stärken. Und noch einmal, das Letzte, das Gott uns schenken möchte, das ist ganz eindeutig, Ostern ist das höchste Fest, ist eben jetzt, dass wir in die ewige Gemeinschaft mit Gott gelangen, in eine versöhnte Gemeinschaft, freudenvolle Gemeinschaft, himmlische, glückselige Gemeinschaft jetzt eben mit Gott. Und wenn es zur Stärkung unseres Glaubens gut ist und wenn es eben jetzt dazu gut ist, dass unser Vertrauen auf die Wirklichkeit Gottes ja, jetzt eben wächst, dann wird Gott auch Wunder wirken, ganz klar, ganz eindeutig. Ja. Also ich verstehe das, ja, also natürlich Wunder begründen den Glauben nicht. Ich habe mir gelesen, es gibt ja so herausgegeben auch, diese ganzen Wunder sind gesammelt, die zu den Heiligsprechungen führen, ja, die immer ärztlich bestätigt sein müssen. Es erfolgt keine Heiligsprechung, wenn nicht der Kandidat dafür bewiesen hat, dass er bei Gott ist. Und das tut er durch ein Wunder auf Erden, das auf seine Fürbitte nachweislich jetzt eben erfolgt. Und es müssen dann immer Heilungswunder sein. Also wenn zum Beispiel bei den päpstlichen Missionswerken, ich bete, dass wir, was weiß ich, was die Spenden bekommen, um eben im Augenblick gerade in Madagaskar und so weiter zu helfen, und die kommen dann ist das nicht ein Wunder, das anerkannt werden könnte. Das Wunder liegt dann in euren Herzen, die ihr die Spenden gebt. Aber es muss ein wirklich medizinisch unerklärliches Heilungswunder sein. Und es gibt sehr viele davon, die dokumentiert sind. Für die Seligsprechung und Heiligsprechung müssen sie dokumentiert sein. Deshalb habt ihr ein bisschen mehr Vertrauen darauf, dass Gott wirklich ein Gott ist, der hilft, wenn es gut ist für uns. Fakt ist aber, deshalb habe ich das mit Lourdes gebracht. Ich meine, Millionen sind ja nach Lourdes gepilgert. Auch oft in schwerer und schwerster Krankheit, offiziell anerkannt sind 70 Wunder über 150 Jahre und so weiter. Pater Karl, das heißt, dass die meisten Menschen mit ihrer Krankheit bleiben, in ihrer Krankheit bleiben. Was man vielleicht sagen kann, die Menschen, die in Lourdes waren, gehen vielleicht nachher anders um mit ihrer Krankheit oder haben einen anderen Zugang oder eine andere Sichtweise. Ganz, ganz getröstet kommen wir zurück. Also ich kenne viele Menschen, die in Lourdes waren, die dann eben jetzt nicht körperlich geheilt sind, aber die diesen inneren Trost haben, die innere Ausrichtung auf das Eigentliche. Ja, das ist ja der eigentliche Trost, dass du siehst, mein Leben hat einen Sinn, der über diese Grenze jetzt eben des Irdischen hinausgeht, ist die Gemeinschaft bei Gott. Vielleicht darf ich noch als Anekdote mein Wunder einfügen, das ich in Lourdes erlebt habe. Ich war dort mal als Jugendseelsorger mit und hatte so eine Gruppe von Jugendlichen, und da war ein junger, fescher Bursch dabei und sehr fromm, sehr gläubig, und die anderen Jugendlichen auch. Und dann hat der, also ich weiß nicht, wir haben um 5 Uhr in der Früh an der Grotte dort den Rosenkranz gebetet, und wie ich hinkomme mit den anderen, war der schon dort mit einem Mädchen eng umschlungen, heiß küssend und so weiter und so fort bei der Gruppe, war sehr fromm und sehr, sehr lieb und so weiter. Aber das Wunder, das ich erlebt habe, dass dieser junge Mann heute katholischer Priester ist. Pater Karl, nochmal zurück zu dieser Ordensschwester, die in Lourdes geheilt worden ist oder dann als sie wieder zu Hause war, aber nach einer Lourdes-Wallfahrt, sie hat ja in Lourdes die Krankensalbung bekommen. Und da haben wir jetzt eine Zuschrift, lieber Pater Wallner. Ich habe mich mit der katholischen Kirche wieder versöhnt. Herzlichen Glückwunsch Ihnen. Jetzt bin ich ganz neugierig, welchen Hintergrund die verschiedensten Gästen haben. Und jetzt bin ich auf die Krankensalbung gestoßen. Und keiner der beiden Priester, mit denen ich regelmäßig in Kontakt bin, können mir die Frage beantworten. Und da ich aus der Stunde der Seelsorge weiß, dass Sie Sakramententheologe sind, hauptsächlich ist Pater Karl Dogmatiker, bin ich mit meiner Frage hoffentlich an der richtigen Adresse. Welche Bedeutung hat das Salben der Handinnenfläche? Wie ich das verstanden habe, wurde früher der ganze Leib mit Öl gesalbt. Jetzt nur noch ein Kreuz auf der Stirn und in den Handinnenflächen. Vielleicht können Sie mir meine Frage beantworten. Herzliche Grüße und Gottes Segen.
Ja, das hat sich aus Konvention, also ich könnte es jetzt auch nicht genau erklären, warum man sich entschieden hat für die Handinnenflächen. Die sind ja auch bei uns Priestern jetzt eben gesalbt, hat es aber eine andere Bedeutung für die Epiklese. Das Herabrufen des Heiligen Geistes. Öl steht immer für das Einziehen, also Öl zieht ja ein und deshalb soll diese Handhaltung zum Beispiel des Priesters in der Orante mit den gesalbten Händen gleichsam Gottes Geist herabziehen. Dass bei der Krankensalbung noch übergeblieben ist, Stirne und Handflächen. Da müsste ich nachschauen, wenn ich ehrlich gesagt bin, warum man das, man wollte es vereinfachen. Früher hat man eben an vielen Stellen des Körpers jetzt eben gesalbt. Das war auch die Idee, dass man die Sinne jetzt eben Visus, Tactus, Gustus und so weiter hier hineinnimmt in dieses gesamtmenschliche Heil, was ausgedrückt wird. Das sind äußere Formen, um das Sakrament jetzt eben darzustellen. Die sind änderbar von der Kirche. Man wollte es vereinfachen. Ich habe es bei den Krankensalbungen also sehr schön eigentlich empfunden. Die Handflächen sind etwas, wo sich auch eine gewisse Gebrechlichkeit auch zeigt dann. Auch die Empfänglichkeit, also dass hier empfangen wird. Es ist eben die jetzt durch den Papst Paul VI. Festgelegte Form der Krankensalbung in der westlichen lateinischen Liturgie, ist eben diese Form. Ich würde es einfach so stehen lassen. Das Eigentliche, worum es geht, ist, dass hier von Sündenresten gereinigt wird. Es sollte aber der Krankensalbung, wenn es möglich ist, auch das Bußsakrament vorausgehen. Dann ist die Krankensalbung eine Stärkung jetzt eben in der, also eine Erigator heißt es im Jakobusbrief, wird aufgerichtet. Also der Kranke wird aufgerichtet und das gilt dann eben auf psychischer Ebene. Das gilt jetzt oft auch sogar auf gesundheitlicher Ebene. Nicht selten passiert, dass eben ein Mitbruder hat nach der Krankensalbung, da war schon in den letzten Zügen, noch 10 Jahre gelebt nachher. Also auch das gibt's. Und dann vor allem ein geistiges Aufrichten, Hinrichten auf das Letzte, auf Gott zu, ein Reinigen, ein Hingehen. Also diese Formulierung aus dem 5. Kapitel des Jakobusbriefes ist sehr umfangreich jetzt eben. Also dann wird er aufgerichtet. Also das ist die eigentliche Wirkung der Krankensalbung durch eine Gabe, die er von Gott empfängt, also das Öl, und das dann einzieht und sein Innerstes jetzt eben schön machen soll, stärken soll in dieser Situation der Krankheit. Pater Karl, es gibt so diesen Satz, unter jedem Dach ein Ach. Oft ist es Krankheit und Leiden. Mal eine Frage. Wann sollten denn die Gläubigen die Priester rufen und um die Krankensalbung bitten für einen Angehörigen oder auch für sich selber? Also möglichst bald. Ja, also die Krankensalbung heißt Krankensalbung. Im Mittelalter hat sich dann eine andere Bezeichnung entwickelt, nämlich die letzte Ölung, die katastrophale Wirkungen hatte. Kommt das an anderen Grund? Ich habe das hier schon mal erklärt, weil es gibt Salbungen nach der Taufe, Salbung bei der Firmung, Salbung bei der Priesterweihe, Salbung bei der Bischofsweihe als ausdeutende Riten und dann eben auch die letzte Salbung, die letzte Ölung, nicht? Also ist die bei der Krankensalbung. Und das ist ein Blödsinn, dass sich dann das Verständnis entwickelte, ist das Letzte. Also wenn ich jetzt diese Ölung klingt da so komisch, wenn ich diese Ölung empfange, also dann ist das Letzte, dann muss ich sterben. Deshalb hat man das dann immer rausgezogen, bis die Leute schon bewusstlos waren oder in Agonie waren und so weiter. Nein, also ich müsste jetzt die Formulierung schauen. Ich bitte euch ja, also ich kann nicht alles ganz präzise beantworten, muss ich sagen. Bitte schaut's im Katechismus nach. Organisiert euch den Katechismus der katholischen Kirche. Da steht alles kurz und bündig und sehr präzise drinnen und auch begründet drinnen, warum, was, wie, so jetzt eben ist. Also es muss eine Form von Gefährdung vorliegen. Es kann eine Operation sein, die einem bevorsteht. Es kann eine, also zum Beispiel in Corona, ja, also da war man ziemlich frei, ja, weil es war eine gefährdete Situation. Ich kenne ja auch etliche, die gestorben sind. Also es war eine gefährdete Situation, wenn man da die Krankensalbung verlangt hat, ohne dass man jetzt eine gesundheitliche Beeinträchtigung noch hatte, sehr gerne. Allerdings, also muss man immer sagen, bitte vorher sollst du beichten gehen und du sollst es auch bitte verbinden, eben jetzt mit dem Empfang der Heiligen Kommunion. Also es ist kein Seniorennachmittagssakrament, um das mal so zu sagen, ja. Weil das gibt es auch manchmal. Wir machen einen netten Seniorennachmittag und dann spenden wir so die Krankensalbung. Ich habe das einmal positiv erlebt von einem polnischen Pfarrer hier in Wien, der schon gestorben ist. Und in seiner Gemeinde hat er gesagt, es geht niemand zur Krankensalbung. Er wird nie gerufen.
Ja. Und dann hat er so einen Seniorennachmittag gemacht, der Gottesdienst in der Kirche, Heilige Messe, und am Schluss hat er gesagt, und jetzt, wer eben jetzt will, hat es erklärt, kann Krankensalbung, und da ist so ungefähr ein Drittel der Leute ist dann zur Krankensalbung gekommen, und dann ist der Pfarrer Zdunek, hat der geheißen, der ist dann ans Mikrofon gegangen nach der Krankensalbung, hat so unter die Leute gesagt, no, habt ihr jetzt Krankensalbung empfangen? Ist schon wer gestorben? Nein. Ja, also seht ihr, wenn man Krankensalbung empfängt, muss man nicht sterben. Also ruft's mich das nächste Mal, ja, wenn wer krank ist, für die Krankensalbung. Also der hat das als Werbung verwendet, diese Messe eben mit den Alten und Kranken in der Pfarre, damit die Leute sich trauen, ihn zur Krankensalbung jetzt eben zu holen. Da möchte ich noch, Thomas, ich muss noch was unbedingt was loswerden. Ist mir ganz wichtig, weil hier auch Leute zuhören, die vielleicht Kranke kennen und so weiter, wo sie denken, das wäre gut, wenn der die Krankensalbung empfängt und nicht wissen, wie macht man das. Dann rate ich euch, fragt's nicht diese Leute, willst du die Krankensalbung empfangen? Ja, da entsteht meistens Panik, weil niemand weiß, was das ist. Das sehen wir hier in den Fragen in der Stunde der Seelsorge, sondern fragt's es einfach, willst nicht mit dem lieben Gott alles in Ordnung bringen? Soll ich da den Pfarrer holen? Soll der Pfarrer mal kommen? Ja, das öffnet meistens die Herzen, weil mit dem lieben Gott will man alles in Ordnung bringen. Und was der Pfarrer dann macht, jetzt eben Gespräch und wenn möglich Buße, Beichte und Krankensalbung, Kommunion, das ist dann eh seine Sache, der weiß das ja. Aber wenn man fragt, willst du die Krankensalbung empfangen? Also da kriegt man schon die Panne, oder gar willst du die letzte Ölung haben? Ja, also da kriegt man sicher ein Nein, kann man sagen. Ja, aber wenn du fragst, ja, das ist, hängt wirklich an der Formulierung, willst nicht mit dem lieben Gott alles in Ordnung bringen? Soll einmal ein Priester kommen? Ja, also da kriegt man selten ein Nein. Ja, weil das entängstigend jetzt eben wirkt und jeder will ja, wenn er in irgend spürt, ich bin begrenzt und krank und so weiter, jeder möchte ja sein Leben in Ordnung bringen, oder? Wunderbar, mit dem lieben Gott alles in Ordnung bringen. Pater Karl, das ist ja auch der Grund, warum die Krankensalbung Priestern vorbehalten ist, weil sie eigentlich in Verbindung mit dem Bußsakrament steht, mit der Beichte. Ja. Ja, es gibt aber auch die Jakobusstelle, nicht? Also ist jemand von euch krank, dann rufe er die Presbyteris. Natürlich die Presbyter, also die Ältesten waren damals in dieser Situation, wo die Gemeinde unter zur Zeit des Jakobusbriefes ist. Also da kann man diskutieren darüber. Aber die Kirche hat gute Gründe jetzt eben zu glauben, dass der ordentliche Spender, also der Spender der Krankensalbung, der geweihte Priester und der Bischof jetzt eben sind. Pater Karl, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir für dieses Gespräch, das wir nennen können, mit dem lieben Gott alles in Ordnung bringen. Das ist ein schöner Titel für diese Sendung. Ich möchte dich bitten, dass wir noch für all die Kranken beten. Das gibt es ganz, ganz viele. Und es ist ja auch irgendwie schlimm, viele von denen Kranken werden alle so fast weggesperrt. Ja, oder man sieht es gar nicht bösartig, sondern man sieht sie eigentlich gar nicht. Sie sind gar nicht so im Bewusstsein, ja, in einer Gesellschaft, wo alle jung, dynamisch und erfolgreich sein sollten. Aber die Kranken, die dürfen wir halt doch nicht vergessen. Das ist sehr wichtig. Ich schließe mit einem Gebet, Thomas, ja? Ja. Herr Jesus Christus, du bist der Arzt der Seele. Du hast so viele Menschen geheilt, körperlich, und hast sie geistig und seelisch aufgerichtet. Wir bitten dich auch für alle Kranken, die einen solchen Trost, eine Aufrichtung, eine Heilung brauchen, die sich oft verlassen und einsam vorkommen. Bitte dich aber auch für alle Frauen und Männer, die sich um Kranke, um Pflegebedürftige kümmern und sich aufopfern. Und das ist auch oft ein Eselsdienst, der kaum beachtet und kaum geschätzt wird. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, heil der Kranken, segne euch, tröste euch, stärke euch. Und wenn es Gottes Wille ist, heile euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken für Ihre Zuschriften
und möchte Sie bitten, bitte schreiben Sie uns Ihre Fragen, aber fassen Sie sich kurz, bitte denken Sie, ich muss das und darf das alles lesen, was ich gern mache, aber in der Kürze liegt die Würze. Möge die liebe Gott Sie und Ihre Lieben behüten, bleiben Sie gesund, wären Sie gesund und